So, herzlich willkommen bei Radlets Technikgerüdel. Heute habe ich aus dem Supermarkt beim Einkauf so einen Beutel Batterien mitgenommen, die ihn jemand hingeschmissen hatte. Ich mache das ja auch. Ich werfe die Dinger auch weg, wenn sie leer sind. Aber nur die wirklich ganz leeren, die so ein bisschen halbvoll sind, die hebe ich auf hier für meine Experimente, für meine Schultief- und Sperrschwinger-Schalt. Netzteil-Experimente. Und hier haben wir zum Beispiel so ein Schultief, der schon mit 300 Millivolt sowas läuft. Hier haben wir so ein reguläres Schaltnetzteil zum Betrieb von weißen LEDs, hier ebenso in der SMD-Version. Also kann ich jetzt irgend so eine Batterie hier einfach mal nehmen. Hier in diesem Schultief geht die auf alle Fälle. Da werde ich meinen Hinter drauf, dass das geht. Da geht nämlich so ziemlich jedes, seht ihr hier eine grüne LED-Leuchten. Das ist natürlich hier im Licht, im Gegenlicht nicht ganz so hell. Aber zum Testen funktioniert das schon mal ganz gut. Das sagt natürlich noch gar nichts aus über den Ladezustand oder was jetzt noch in dieser Batterie drin ist. Wir könnten sie mal messen. Hier mit meinem Messgerät. Dann messen wir die mal. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Also die ist schon ziemlich leer. Die hat gerade mal 1 Volt. Aber zum Betrieb hier von so einem Joule-Tief über Nacht reicht das noch locker. Leuchte damit meine Pflanzen so ein bisschen. Das sieht ganz nett aus, weil diese LED ist sehr hell. Ist wirklich eine sehr helle LED. Also hier drin taugt die eine ganze Menge, aber viel ist nicht mehr drin. Jetzt messen wir mal eine andere, weil der Beutel ist ja noch relativ voll. Oh, die hat 1,298. Die ist noch sehr gut. Also was heißt sehr gut? Die kann durchaus auch hier in meinen Schaltnetzteil, und wie ihr sehen könnt, ist es für Beleuchtungszwecke. Die ist wirklich sehr hell. Ich kann ja mal kurz hier das Licht ausmachen. Meine Kamera ist nicht besonders lichtempfindliches Objektiv, aber das ist wirklich, man kann locker damit lesen, sehr lange sogar. Also die brennt locker noch eine mindestens eine ganze Nacht. Ist nicht schlecht, so ein bisschen Muffe-Bubu-Beleuchtung zu haben. Ja, oder bei der Wanne oder sowas. Da lässt sich die Batterie durchaus noch sehr lange einsetzen. Man kann das hier erstmal wieder weg. Die messe ich dann so nach und nach durch. Ich lege die jetzt mal rüber, die hier nicht, weil da nicht mehr so viel drin ist. Ich messe mal noch eine andere. Wir messen jetzt nicht alle, weil da messen wir morgen früh noch, obwohl wir einen Haufen Zeit aktuell ja haben. Die hat 1,224, die liegt so ein bisschen in der Mitte. Die geht definitiv auch. Also zum einen hier in diesem Joule-Tief geht alles. Da gehen auch die ganz leeren. Also das leuchtet immer. Aber hier jetzt, ich habe hier noch einen anderen. Ich dachte, meine Kamera hat schon wieder abgeschalten. Das ist nämlich, ich ist auf Deutsch gesagt, eine Krücke. So. Wenn ich die jetzt hier rein tue, da, dann geht das ebenso. Das ist aber ein richtiger Schaltregler und der braucht schon 1 Volt, damit der vernünftig funktioniert. Aber er bringt auch eine entsprechende Leistung, um damit eine ultra helle LED, auch eine Leistungs-LED, damit anzutreiben. Also die ist auch noch durchaus zu gebrauchen hier in dem Fall. Da messen wir noch ein paar andere. Ich nehme mal an, also wenn man sich jetzt hier durchmessen würde, dann würde man sogar die Paare und die Quadrupel finden, die miteinander in dem jeweiligen Gerät steckten. Also die hat bloß noch 1 Volt. Also die ist auch nichts mehr hier unbedingt für meinen Schaltregler. Doch, die geht da wegen noch. Es reimt sich sogar ein bisschen, aber sie ist definitiv ein Fall für meine Pflanzenleuchten, die ich hier mit einem klassischen Sperrschwinger sozusagen betreibe und von diesen Ferritkernen mit einem AL-Wert von ungefähr 6700 und ich glaube, ich habe drauf so zwischen 15 und 24 Windungen Bifilar, je nachdem, was für eine Ausgangsspannung ich haben will und je nachdem, was für einen Transistor ich hier einsetze, mache ich mir dann diese Induktivitäten. Also dafür taugt die auf alle Fälle auch noch. Jetzt messen wir noch ein paar andere, vielleicht noch eine, nicht eine Mignonzelle, sondern wir könnten auch mal so eine Babyzelle messen. 1,294, also das ist auch eine hier, das ist ein Kandidat, ich würde mal sagen, die hat da dazugehört, hier oben. Ich selektiere die jetzt dann im Offline mal so ein bisschen vor, die nicht, die hat nur noch 1,04, also das ist wieder so ein Schultiefkandidat. Die gehören mit Sicherheit zusammen. Also man kann, das ist das Interessante, bloß falls sich jemand mal fragt, wie man etwas herausbekommen kann über einen Menschen, ist es eigentlich ganz einfach.
Man kann sogar aus diesen Batterien, kann man sogar Aussagen darüber treffen, ob er zum Beispiel, welches Gerät er damit betrieben haben könnte. War es ein Fotoapparat und so weiter. Das könnte man alles nur aus dem Ladezustand herausfinden und ein bisschen Psychologie und Überlegen dabei. Also die ist wirklich hier sehr leer. Halt, Moment. Die ist nicht leer. Ich bin bloß mit meinen runden Fingern jetzt 1,297. Das ist hier oben wieder. Ne? Hatten wir schon mal. Die eine, die mit dem 8,8, die gehört wahrscheinlich nicht dazu, aber hier drin, ich wette, wir finden noch eine mit 1,29, hier ist sie. Und dann wissen wir, dass die im Quadrupel betrieben wurden. Die eine 8,8er gehört nicht dazu, da muss ich nochmal gucken, welche das war. Also waren die immer vier Stück zusammen in dem jeweiligen Gerät. Vermutlich war es eine Kamera. Sehr vermutlich war es eine Kamera, das könnte auch ein Radio gewesen sein. Taschenlampe glaube ich nicht. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. 1,0. Das könnte eine Taschenlampe hier gewesen sein. Mit den 1,0, das hat man ja auch schon. Messen wir mal hier noch eine. Was ist das für eine? Das ist Aktiv Energy. Irgendwas Billiges aus dem Supermarkt natürlich. Die sind alle so um 1,0 Volt. Man merkt schon, dieses Gerät. Es sind sehr viele dabei, so mit diesen 1,0 hast du nicht gesehen hier, alle in diesem Bereich 1,017. Wenn man jetzt gucken würde, welche Kamera, welches Radio und so weiter hier sozusagen aussteigt bei so einer Spannung, dann könnte man sogar grob schätzen, das ist natürlich alles rein spekulativ, was für ein Gerät derjenige hatte. Also, wie gesagt, man kann eine Menge erfahren, wenn man die Dinge einfach näher betrachtet und nicht äußerlich, dann kann man eine Menge erfahren. So, da haben wir 1 Volt bei diesen Ladies, sage ich, das sind, jetzt komme ich gar nicht drauf, die AA, wie heißen die denn gleich? Mikro, müssen das sein? Die werden wahrscheinlich alle in diesem Bereich jetzt liegen, um den 1 Volt rum. Das ist natürlich sehr wenig, aber zum Betrieb hier, wie gesagt, von so einem regulären, richtigen Schultief ist das überhaupt kein Problem. Wie ihr sehen könnt, da funktioniert das auch noch tadellos. Und dafür nutze ich die auch. Also das für einfache Beleuchtungszwecke, so über Nacht, ist das super. So, also die ist auch, die ist sehr leer hier, aber die geht im Schultief auf alle Fälle noch. Mit 819 Millivolt, also die ist wirklich am untersten Limit. Aber hier drin geht sie immer noch, das ist überhaupt kein Problem. Da wird sich meine Pflanze freuen dann, wenn ich das da dort rein tue. So, ich würde sagen, eine messen wir noch. Die mache ich jetzt sozusagen mit meinen Experimenten ganz leer. Und wenn sie ganz leer sind, dann schmeiße ich sie weg. Aber die hier ist auch noch sehr gut mit 1,299. Das ist ein Kandidat. Hier oben sind wir wieder. Da, ne? Also das ist 100 Pro dasselbe Gerät gewesen, wo die oben auch drin waren. Und das ist ein idealer Kandidat hier für meine Beleuchtungs Schaltregler. Ja, von denen mache ich jetzt noch ein paar mehr die nächsten Tage, weil ich genug Zeit habe. Die sind für Beleuchtungszwecke. Also die Platine, es kommt dann so ein Tablettenröhrchen rein mit einer weißen LED-Batterie dazu, fertig aus Feierabend, hat man billige Taschenlampen, zur Not kann man die einfach wegwerfen irgendwo, wenn sie leer sind. Und dafür sind die mitgenommenen Batterien sehr gut. Wir sehen uns demnächst. Tschüss.